Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Astronier. Und ja, ich könnte mich echt manchmal in den Boden schämen. Ich hab's vollkommen falsch gemacht. Denn, wartet, machen wir es mal so. Ich habe mir nur gemerkt, einen lila Planeten. Ja, wir sind auch auf einen lila Planeten. Bloß ich weiß nicht, warum ich hier Stickstoff im Kopf hatte, wenn ich Methan haben wollte. So, Methan gibt's nämlich auch auf einen lila Planeten, der eine Nummer weiter ist. Oh nee. Ja, das kommt, wenn man sich das denn nur mit den Farben merkt, ne? Lila Planet und lila Planet, und da hätten wir auch das Methan. Das heißt, das Ding, was wir uns da hinten aufgebaut haben, es funktioniert schon. Es ist sogar richtig und so. Gut, aber damit ich jetzt quasi hier nicht ohne irgendwas rausgehe. Moment, ich stelle jetzt hier gerade Stickstoff her. Ja, Energieversorgung ist hier auch noch unter aller Kanone. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Stickstoff kriegen wir eigentlich auch bei uns zu Hause. Warum stelle ich denn hier Stickstoff her? Das ist doch komplett verkehrt. Ja gut, jetzt habe ich hier Stickstoff hergestellt, den ich hier nicht mal brauchen werde. Ja, auch gut. Dann packe ich den erstmal beiseite hier. Ich weiß noch nicht, was wir mit Stickstoff... Das kriegen wir dann auch notfalls bei uns zu Hause. Dann ziehe ich das Ding jetzt auch nochmal ab. Habe ich schon mal Blödsinn gebaut. Super. So. Wir können nämlich hier Argon herstellen. Wasserstoff kriegen wir auch zu Hause. Das ist nicht das Thema. Das heißt, ich werde jetzt erstmal Energie holen. Denn mir... Ich habe hier die restlichen Dinger jetzt schon benutzt, um Energie zu holen. So, dann... Ja, passt. Dann machen wir es nochmal so. Ach ja. Das war ja jetzt mal wieder ein Schuss in den Ofen. So, das dauert auch, denke ich mal, ein bisschen länger. Deswegen lasse ich jetzt hier einfach mal durchlaufen. Jetzt hole ich nochmal ein bisschen Grünzeug. Organische Ressourcen sind ja recht leicht zu finden. Dann habe ich mir überlegt, nehme ich jetzt hier sozusagen einmal einen ganzen Stock voll mit... wie war das jetzt? Irgendwas wird es schon gewesen sein. So, nehmen wir hier alles mit an organischem Material. Okay, passt. Den Dinger kann ich nochmal scannen. Und dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir dann halt wieder nach Hause kommen. Aber jetzt nehmen wir halt so viel wie möglich nochmal mit. Das heißt, ich brauche auch nochmal ein weiteres Lager, würde ich mir nochmal bauen wollen. Dafür brauchen wir dann gleich aus der Harzgrube hier hinten nochmal Harz. Ah, das sieht doch vollkommen anders aus. Also was ist Argon, machen wir jetzt. Hoppala. So. Gucken wir mal. Na, das mit der Energie ist hier halt echt nicht gerade das Beste. So, dann gucken wir mal, dass wir uns jetzt nochmal ein Lager bauen und so weiter. Ja, dann kommen wir nämlich da noch den nächsten. Gehe ich mal da hinten in die Grube. Alle hab's. Dann nehmen wir mal kurz ein bisschen Harz mit. Und da ist sogar schon einer zu viel. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Oh, meine andere Grube hier muss ich auch mal bald zuschütten. Oder ich gehe da tiefer und guck nochmal, dass ich ein bisschen Lithium kriege. Das wäre natürlich auch noch eine coole Idee. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall ein kleines Lager. Kriege ich das hier? Mittelgroße Plattform, Plattform, hohe Plattform, mittelgroßes Lager. Da haben wir es. So, das geht ja hier noch vollkommen klar. Würde ich sogar sagen, dass ich dann von hier aus mir nochmal eine Verbindung nach unten ziehe.
Und dann mir sozusagen hier nach unten buddel. Oh, hoffen, dass das kein Fehler wird. So, dann brauchen wir noch eins. Na, kann ich eigentlich mal so machen. Solange da hinten noch genug Energie liegt. Gerade da der Wind schön weht, passt das. So, und noch einmal. Na, komm. Na, eigentlich brauche ich ja jetzt nicht mehr zugucken. Jetzt kann ich ja das Ding schon mal mitnehmen. Dann stellen wir mal kurz den hier weg. Stellen den da rüber. Stellen den hier auf. Und dann müsste der jetzt eigentlich schön aufpumpen. Jetzt brauchen wir ja schon wieder Grünzeug. Eieieiei. So, wir haben aber jetzt noch ein weiteres Lager. Denn in meinem Shuttle könnte ich jetzt noch eins, zwei Lager könnte ich jetzt noch unterbringen. Das heißt, ich würde einmal so einen ganzen Stack voll mitnehmen wollen. Ja, aber ich glaube, drei sind ein bisschen zu viel. Da brauchst du nur drei. Zieht sechs Energie, wenn aktiv. Ja, deswegen bist du auch so mega langsam. Ist halt keine gute Energieproduktion, die ich hier habe. So, holen wir uns jetzt nochmal ein bisschen Organisches. Das wollte ich nicht haben. Hier vorsichtig bleiben. Na. Dich habe ich doch gesehen. Und tschüss. Na. Gut. Ja, wie gesagt, das kommt dabei raus, wenn man sich nicht richtig die Planeten merkt. Vergiss es. Mich bekommst du hier nicht. Jedenfalls nicht gehauen. Ach ja, hier ist noch ganz viel. Hier können wir uns nochmal das eine oder andere mitnehmen. Oh, schon wieder ein zu viel. Ja, ich kann dich auch so nicht in die Hand nehmen. Gut, dann einmal wieder zurück. Okay, der zweite ist schon fertig. Wunderbar. Dann setze ich jetzt hier halt erstmal den ganzen Käse nochmal drauf. Und dann versuchen wir nochmal ein bisschen Lithium zu finden. Au. Das heißt, am besten wäre doch, wenn ich jetzt hier das auch ein bisschen nicht so schräg mache. Oder? Na komm. Wir buddeln uns jetzt hier einfach mal kurz rein. In das Ganze. Schaden wird das auf jeden Fall nicht. Dann legen wir uns hier wieder so einen kleinen Gang zu. Hier wird schon härteres Gestein. Aber ich komme noch gut durch. Muss nur auf meinen Sauerstoff und auf meine Energie achten. Okay, hier enden wir schon die erste Höhle. Na, schauen wir mal. Dass wir hier jetzt mit unserem kleinen schnell genug runterkommen. Aber sieht nicht gut aus. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn die aufplatzen. Okay. Hier in der Höhle sieht es aber auch nicht so toll aus. Na gut. Bin auch sehr ziemlich steil geworden.
Aber dafür sieht es schön gerade aus. So. Einmal kurz alles wieder aufsammeln hier. Dann lege ich mal kurz den Harz weg. Und dann setzen wir hier einmal hin. Ja, jetzt muss ich vorsichtig sein. Ja, ich bin ein bisschen zu steil. Aber es geht, wenn ich langsam laufe. So, nächste Verbindung. Nächste Verbindung. Wir hoffen, dass die Verbindungen jetzt bis unten reichen. Ja, ich kann ja eigentlich auch direkt mittig machen. Ich kann die ja nicht mit mir selbst umkicken. Ne? Nächsten. Ja. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ne, ja, den habe ich ein bisschen blöde gesetzt. So, jetzt habe ich hier auch genug Energie. Dann gönne ich mir mal kurz ein bisschen Erde hier. Damit ich denn hier weiter runterkomme. So, das dürfte schon mal reichen. Und dann laufen wir hier einfach mal querbeet durch. Ne? Einmal hier. Und einmal hier. Böse Pilze machen wir weg. Mit bösen Pilzen habe ich nichts am Hut. Und ich glaube, da vorne haben wir schon das, was ich suche. Das heißt, ich kann hier geradezu bis runter. Und dann könnten wir uns nochmal eine große Menge Lithium mitnehmen, oder? Mal sehen, wie weit meine Verbindungen reichen bis dahin. Ah, es passt. So, dann haben wir hier nochmal eine Forschungsprobe. Oh, da ist sogar ein Kohlegenerator. Bist du noch ganz? Der ist noch ganz, oder? Nee, er ist Schutt. Ach Mann. Ja, Kohle kann ich jetzt auch nicht gebrauchen. Das hilft mir ja gar nicht. Na gut, dann fangen wir hier mal an. Uns durchzugraben. Okay, erstes Lithium haben wir. Dann können wir wieder schön viele Batterien bauen. Also somit ist es ja kein richtiger Fehlschlag gewesen. So ist es ja halt nur eine Ressourcenbeschaffungsorgie geworden. Na, sieht doch gut aus. Gleich den ganzen Rucksack schon voll. Okay, haben wir auch. Das heißt, ich muss jetzt einmal kurz nach oben. Dann machen wir einen ganzen Rucksack damit voll. Ich hoffe, wenn ich hier gleich runter slide, um die nächste Fuhre zu holen, dass das dann nicht böse endet. Weil irgendwie habe ich so die Vermutung, dass das böse enden wird. So, ist meine Energie läuft halt hier überhaupt nicht mehr. Aber gut, wir können jetzt erstmal ein voll mit Lithium machen. Das müssen wir uns ja dann auch nicht mehr bestellen. Bei dem Verpackungsservice. Das heißt, dann haben wir dich jetzt auch nochmal hier mit drauf. So, jetzt hätte ich noch einen Rucksack Platz für den hier, sobald der dann hoffentlich irgendwann mal voll wird. So wie es aber derzeit mit meinem Energiemanagement aussieht, nein.
Was brauchten wir eigentlich für so eine Windturbine? Solar, hier haben wir das. Dafür brauchen wir Glas. Dafür brauchen wir Quarz, was ich alles nicht hier habe. Wenn ich Quarz unten in der Höhle finden würde, dann wäre es ja was anderes. Aber habe ich ja noch nicht. Das heißt, wir müssen uns hier nochmal schön ein bisschen Grünzeug reinziehen. Den nehmen wir auch gleich mit. So. Oh, da ist noch eine böse Pflanze. Tja, diesmal kriegt ihr mich so leicht nicht. So. Grünzeug, kommt her. Ich brauche ein Grünzeug. Oh, hier liegt noch eine Forschungsprobe. Alle Herbs. Ah, jetzt habe ich hier bald alles im Umkreis an Grünzeug schon vernichtet. Okay. Schnell wieder nach Hause. Als nächstes müssten wir dann wohl wahrscheinlich dann eher die Verbindung nutzen. Aber ich denke mal, das dürfte jetzt ausreichen, um alles Mögliche jetzt herzustellen. 6 Energie halt. So, jetzt gehen die gleich schon wieder an. Ah, es passt doch. So, haben wir sogar noch einmal Reserve. Dann hoffen wir, dass das jetzt auch wirklich voll füllt. Dann düsen wir jetzt noch einmal in die Höhle. Ups. Eieieiei. Bremsen. Okay. So, dann holen wir uns noch mal ein bisschen Lithium in den Rucksack. Moment, da hinten ist auch, glaube ich, noch ein Generator. Bist du ganz? Da würde sich eine Schmelze lohnen. Nee, du bist auch kaputt. Nur kaputte Energie haben wir hier. Da hinten liegt noch ein bisschen Lithium. Hier hätten wir... Das wird zu... Titan. Zu Aluminium. Hm. Da hinten haben wir noch einen Generator. Jetzt bloß nicht zu weit weglaufen. Auch der ist im Eimer. Ist auch nur noch Schrott. Alles Schrott hier. Gut. Aber gut. Ah, komm schon. Machen wir hier durch. Ja gut. Müssen wir mal gucken. Jetzt werde ich mir erstmal kurz wieder Sauerstoff holen. Lieber auf der sicheren Seite sein. War gut, dass ich einen Sauerstoffmacher mitgenommen habe. So. Dann schauen wir mal. Alle Herbs. Machen wir ein paar Bites. So, und hier buddeln wir uns jetzt nochmal wieder rein. Und nehme jetzt nochmal einen vollen Rucksack mit. So. Na, läuft doch ganz gut. Ein zu viel schon. Na, der fällt da jetzt erstmal rein. Das ist ja nicht weiter schlimm. So, dann hätten wir jetzt den Rucksack auch schon voll. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass das Gas oben dementsprechend schnell fertig wird. Dann können wir schon mal wieder die Heimreise mit wenigstens Lithium wieder betätigen. Na, jetzt
kriege ich hier auch noch die ganze Zeit meine Batterie wieder voll. Kann ich nicht eigentlich auch dich... Moment. Stell dich mal kurz hin. Da drauf setzen und dich da drauf. Das wäre doch viel cooler. Da haben wir noch ein bisschen mehr Licht. Als immer nur, wenn ich das Geländefahrzeug hier nutze. Oh, das dauert wirklich, wirklich lange. Ohne so viel Energie. Gut, wir können ja jetzt erstmal... Das soll ja sowieso in den Rucksack. Das heißt, ich lege das jetzt hier nochmal hin. Das Ding braucht halt enorm viel Strom. Und dann kommen wir ja sowieso in den nächsten einen... Oh, hier ist ja noch ganz viel Grünzeug. Und da ist noch so eine böse Raupe. So. Oh. Nee, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Dann würde ich sagen, dass wir quasi jetzt nur noch den Rest absetzen hier. Also jetzt hier nochmal ordentlich Treibstoff erstmal wieder drauf, damit das hier auch ein bisschen Gas gibt. Das frisst ja schon ungemein viel Energie. Ja, gut. Dann werde ich nochmal kurz hier die Plattform erweitern. Weil es sieht ein bisschen blöd aus. Hier im Ganzen. Okay, jetzt ist leer. Dann gehen wir nochmal los hier. Gehen hier uns nochmal ein bisschen Zeug besorgen. Ah, hier ist eine schöne Wiese. Kann man richtig schön reintollen. Oh, wir sind schon fast voll. Fehlt nicht mehr viel. So, und noch einmal. Alle hops. Ah, die sind immer noch am Arbeiten. Ich werde mal kurz das Ding umdrehen, dann sehe ich das sogar besser. So. So, so. Da wird jetzt ordentlich was in Strom reingesammelt. Das passt doch. Und die holen sich schon die nächste Fuhre. Dann hole ich mir jetzt noch eine Fuhre. Und dann würde ich sagen, warte ich den Rest offscreen ein bisschen ab. Und dann flattern wir gemeinschaftlich in die nächste Höhle. Ja, das war schon mal eine gute Sache hier, ne? Kann ich mich hier einfach wieder rausgraben? Ja, kann ich. Oh, da ist eine böse Pflanze dazwischen. Okay, halt. Du wirst doch mitgeforscht. Du auch. Und dann nehmen wir uns hier nochmal ein bisschen organisches Zeug mit. Hier haben wir auch nochmal ein bisschen was. Da klaue ich auch nochmal. Okay. Gut. Oh, böse Pflanze. Okay, die ist endgültig weg gewesen. Ich weiß nicht, ob diese Pflanzen auch irgendwann nachspawnen oder so. Wäre ja eine Möglichkeit. Ich hoffe mal nicht, dass es sowas gibt. Aber na gut. Möglich wär's. Gut, dann denke ich mal, würde das jetzt auch ausreichen. Ja, siehst du, da sind ja schon zwei fertig. Dann mache ich jetzt hier sozusagen nochmal eine kleine Rumstehpause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit der Heimreise wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.